Der nächste Film ist ein Clemens Bittner Vlog. Freunde, ich freue mich seit Ewigkeiten auf diesen einen Tag. Wir sind in Offenbach. Gleich geht's hier ab in dieser Halle. Noch sieht's ganz unscheinbar aus. Aber gleich gibt's ein Feuerwerk. Rock'n'Roll für die Seele mit Tobias Beck. Ein Gespräch auf Augenhöhe heute, schau mal. Ja, ja. Jetzt fragt sich natürlich der Zuschauer, ist der Bittner so klein oder der Beck so groß? Der Beck ist körperlich ein Stück größer. Warum machst du diese Masterclass? Weil wir hier Übungen machen, die vor vielen Jahren mein Leben komplett verändert haben. Es gibt zwei Dinge, die ich sehe, egal ob du dich irgendwo bewirbst, ob du dich selbstständig machst, egal was du im Leben machen möchtest, und das ist Drive und Passion. An der Uni und in der Schule wird dir aber genau das Gegenteil beigebracht. Du sollst irgendwas lernen, irgendwelche Zertifikate sammeln, bringt dir aber später nichts. Und hier geht es um Drive and Passion. Und um dir eine kurze Geschichte zu erzählen, ich war bei einer großen Firma vorgestern und dort ist der CEO gekommen, der war auf der Masterclass und hat gesagt, seine Frau hat danach zum ersten Mal seit 10 Jahren mit ihren Eltern gesprochen, nach einer Übung hier. Es hat seine Ehe gerettet, dafür mache ich das. Ja. Okay. Also es wird nicht bei allen passieren, natürlich nicht, aber es gibt halt Übungen, die gehen so tief rein. Muss meine Ehe nicht retten. Nein, ich auch nicht, hallo Rita. Es sind sehr, sehr intensive Übungen. Eine Übung war zum Beispiel, dem Gegenüber knapp 3-4 Minuten tief in die Augen zu blicken und wirklich auch in die Seele blicken zu lassen. Wie hat sich das für dich angefühlt in dem Moment? Ich hatte Schiss davor. Und aber dann ab einem bestimmten Punkt habe ich die Nervosität verloren und habe mich total irgendwie drauf einlassen können. Weil ich gesehen habe, dass mein Partner das nicht anders ging. Es hat auch irgendwie gut getan. Es war so ein bisschen befreiend. Man hat sich irgendwie so komplett locker gefühlt, als wäre das ganze Leben eigentlich leicht. Jetzt gibt es ja jetzt nicht nur Leute, die so ticken wie die Leute, die hier heute sind. Es gibt bestimmt auch Kritiker, Hater. Ja, natürlich. Die denken, wir haben sie nicht alle. Wir machen High Five, wir halten Schilder hoch, du siehst umwerfend aus. Das Unterbewusstsein von manchen Leuten denkt, was ist das denn? Habe ich ja noch nie gehört, aber mir ging es auch so. Als ich angefangen habe in der Persönlichkeitsentwicklung, bei Tony Robbins war ich mit 19 das erste Mal. Ich habe so in der letzten Reihe gesessen. Ich habe gedacht, die haben einen Dachschaden. Ich habe gedacht, das ist eine Sekte, die spinnen, das ist alles illegal. Und dann hat er einen Satz zu mir gesagt. Nobody told you you cannot do it. Show me your ID card. Dann habe ich meinen Pass rausgeholt. Dann hat er gesagt, where does it say? Wo steht drauf, dass du nicht Multimillionär werden darfst? Und habe ich da gesessen und habe mir gedacht, wie soll ich denn das machen als Flugbegleiter? Und dann hat er gesagt, you just have to do it. Passion and drive. Und der Rest ist Geschichte. Früher war er Flugbegleiter, Tobias Beck. Heute ist er, ja, man kann sagen, Überflieger. In Sachen Persönlichkeitsentwicklung. Also was der Tobias hier an Programm anbietet und all die Helfer, die Crew, das passt so stimmig. Es ist unglaublich, was da drin für eine Energie herrscht. Und was der Typ da oben schafft, der Tobias Beck, das ist, ist herausragend. Aber es ist sicherlich etwas, was jeder irgendwo auf eine Art kann, sein Umfeld. So ein bisschen ansticheln, so einen Funke erzünden, also erstmal bei sich selbst und dann eben weitergeben und das verbreitet sich dann und dann hat man schon einen guten Beitrag geleistet für das Umfeld, für die Gesellschaft. Geburtstagskind. Ja, so verbringt man seine Geburtstage. Happy Birthday! Happy Birthday to you! Das, so einen Geburtstag hatte ich auch noch nicht, aber es ist richtig geil. Hier kommt die gute Nachricht. Und du musst übrigens nicht zu mir kommen, aber geh zu solchen Seminaren, weil die Leute, die du suchst, suchen dich auch und die sind meistens in solchen Räumen. Ja, man wird mit sich selber konfrontiert und ja, muss aus sich rausgehen, Grenzen überschreiten. Kindergarten für Große, auf jeden Fall immer mitkommen. Flasht einen, nimmt einen mit und das ist ja. Das Sinn der Sache. Soweit ich es von dir auch weiß, es geht dir ja gar nicht so sehr um das Millionär-Dasein. Überhaupt nicht, nein. Für dich
ist es mehr wichtig, Lebensmomente zu sammeln, genau, anstatt wirklich viel Geld, oder? Ja. Ich persönlich habe irgendwann mit meiner Frau die Entscheidung getroffen, dass wir Lebensmomente zusammen sammeln wollen. Ne? Wir fahren mit unseren kleinen Kindern monatelang weg, wir wollen in die Welt zeigen, wir wollen das Meer von Plastikmüll befreien, wir wollen das Bildungssystem reformieren, wir haben halt solche Ziele. Und hier mit Menschen sowas zusammenzumachen, die auch diesen Drive haben, ist halt geil. Treibt mich an, da kann ich ausrasten vor Freude. Sagen, du hast es eigentlich geschafft. Ja, du hast es geschafft. Ich hab grad mal angefangen. Du hast jetzt das Interview beim Mitmachen. Entschuldigung. Also wenn ich bei ihm im Vlog bin, Vlog heißt das, oder? Ja. Im Vlog bin, dann habe ich es natürlich geschafft. Ja.